Ich liebe es, mir den Globus anzuschauen. Der ist so groß und rund. Hey, ich habe keine Chips mehr. Och, Menno. Hallo, liebe Enkelin. Ich bin zurück aus meiner Reise um die Welt. Und ich bin bereit, dir neue Gerichte zu servieren. Mein Urlaub in China hat mir gut getan. Aber ich muss wieder an die Arbeit. Das war schmerzhaft. Ach, ich liebe Amerika. Eines Tages werde ich für immer dorthin ziehen. Oh, hallo Familie. Oh, ihr seid alle wieder zurück. Das ist ja schön. Was habt ihr mir mitgebracht? Nur so blöde Souvenirs? Aber ich habe keine Lust drauf. Ich habe Hunger. Oh, ich habe eine super Idee. Lass uns doch einfach eine neue Koch-Challenge starten. Und wir fangen in Italien an. Hallihallo, wir sind bei unserer neuen Koch-Challenge von Multidude-Challenge. Gleich wird uns die kleine Kate zeigen, was sie möchte. Und sie wählt eine Pizza. Lasst uns mit dem Kochen beginnen. Also, das ist eine wunderbare Wahl. Ich bin ein Meister des Pizzabackens. Zuerst brauche ich für den Teig die feinsten Zutaten. Mehl und ein Ei. Alles schön vermischen. Voila. Der perfekte, weiche, kissenartige Teig ist fertig. Und jetzt rollen wir ihn aus. Echte italienische Köche machen das ausschließlich mit ihren Händen. Drehen, 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 drehen. Bloß nicht fallen lassen. Na los, du blöder Teig. Oh wow, der Chefkoch macht das richtig fantastisch. Das will ich auch ausprobieren. Oh nein, ich habe ihn fallen lassen. Den Teig werde ich wohl nicht mehr benutzen können. Aber ich habe eine bessere Idee. Ich nehme mir einfach Kaugummi. Daraus mache ich meinen Pizzateig. Ich muss den Kaugummi nur gut kauen und eine große Blase machen. Und was war das denn? Ups. Naja, das kann schon mal passieren. Wie auch immer, mein Teig ist fast fertig. Und was mache ich weiter? Es wird Zeit für entzückenden Käse. Als würde ich Geige spielen. Alles klar, ich brauche keinen Käse. Ich nehme mir Schokolade. Oh ja, als würde ich Geige spielen. So, fertig. Oma, was machst du? Die Oma schneidet leckere Tomaten für die Pizza. Tomaten? Nein, ich habe was Besseres. Das sind kleine Gummibärchenpizzen. Die lege ich einfach auf meine Pizza. Und jetzt stelle ich sie in den Ofen. Und eine Weile abwarten. Ich bin auch schon fast fertig mit meiner Pizza. Ich bestreue sie mit Käse, lege ein paar Salatblätter drauf und ein paar Tomaten. Na, habt ihr es verstanden? Das ist die italienische Flagge. Ach, ich bin so kreativ. Und ich schneide super dünne Salamischeiben für meine Pizza. Mama, jetzt geht's an saftige Tomaten. Mm, die sind so saftig und süß. Daraus mache ich meine Tomatensauce und verteile sie über den Pizzaboden. Darüber kommt jetzt Käse und meine Salami. Echte Profis machen das so. Und das Basilikumblatt nicht vergessen. Ab in den Ofen. Wow, Mandy, Oma, eure Pizzas sehen echt toll aus. Und die riechen echt herrlich. Der Kate wird das gefallen. Mandy, ich glaube, deine Pizza kann man nicht besonders gut servieren, oder? Jetzt sieht die gar nicht mehr so appetitlich aus. Aber Hauptsache ist, dass sie gut schmeckt. Oh, der Chefkoch kommt. Oh, wow, Chefkoch, was für eine wunderschöne Pizza. Wunderbar. Na, wollen wir die Verkostung starten? Oh, da freue ich mich schon. Was ist das denn? Soll das eine Pizza sein? Ja, richtig schlecht. Die hier sieht schön bunt aus. Probieren wir mal. So viel Käse. Aber nichts Besonderes. Jetzt geht's ab zur nächsten Pizza. Oh, wow. Der Käse dehnt sich total. Das ist ja toll.
Das ist eine echte italienische Pizza. Na, herzlichen Glückwunsch, Chefkoch. Du bist tatsächlich ein italienischer Meister. Und als nächstes erkunden wir die chinesische Küche. Mal sehen, was sich die kleine Kate wünscht. Leute, schreibt uns übrigens eure Lieblingsküchen in die Kommentare. Oh, ich wünsche mir diese chinesischen Nudeln. Alles klar, ich bin bereit anzufangen. Nimm das Gemüse. Fertig. Jetzt lege ich alles in der Pfanne. Dazu kommen ein paar Meeresfrüchte und etwas Öl. Anzünden und braten. Ja, in dieser Küche muss alles so beeindruckend aussehen. Ach du meine Güte! Wirst du hier alles abwackeln? Wag es ja nicht! Ja! Bloß nicht den Feuerlöscher benutzen. Ist ja okay, okay. Ich koche vorsichtig meine Nudeln und mein Gemüse. Das Gemüse wird mir helfen, meine Nudeln einzufärben. Ah, schaut euch das an. Sieht doch hübsch aus. Aber hier fehlt noch etwas. Ach, tatsächlich. Ein paar Stäbchen. Die habe ich immer mit. Fertig. Na, was sagst du dazu, Mandy? Oma, das ist doch alles viel zu kompliziert. Ich habe eine bessere Idee. Ich nehme mir einfach Instant-Nudeln. Und schon bin ich fertig. Das Geheimnis von diesem Gericht ist ganz einfach. Oh nein, die Packung ist kaputt gegangen. Ah, das hat voll weh getan. Oh, ich brauche sofort etwas Kaltes. Dieses Eis passt super. Oh ja, die perfekten Glasnudeln. Die kommen in die Packung und darüber kommt meine Füllung. Und die Garnelen. Jetzt brauche ich Bambusstäbchen. Ja! Wunderbar, da sind sie auch schon. Also dann, guten Appetit. Oh je, ich muss mir was überlegen. Ah, ich habe eine Idee. Ich mache einfach Nudeln aus Eis. Dafür lege ich es in den Fleischwolf. Oh, das sieht ja toll aus. Und oben drüber kommt Karamellsoße und fertig. Oh wow, Mandy, das war ganz schön clever von dir. Sind alle bereit? Dann lasst uns mal probieren. Oh, was für leckere und interessante Nudeln. Sind das etwa Garnelen? Ich hasse Meeresfrüchte. Probieren wir mal. Das schmeckt irgendwie seltsam. Nee, gefällt mir nicht. Ui, das sieht aber ganz schön farbenfroh aus. Probieren wir mal die grünen. Wartet mal, ist das etwa Brokkoli? Gemüsenudeln sind voll schrecklich. Ich hoffe auf dich, Schwesterherz. Sind das überhaupt Nudeln? Irgendwie habe ich Angst. Probieren wir mal. Oh, wow. Das sind ja Eisnudeln. Voll die clevere Idee. Du hast gewonnen. Oh ja, ganz genau. Mandy hat in dieser Runde gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt probieren wir die amerikanische Küche. Auf geht's. Leute, die kleine Kate hat sich jetzt schon was ausgesucht. Und es ist ein Burger. Alles klar. Habt ihr dieses Stück Fleisch gesehen? Daraus mache ich gleich das beste Hackfleisch auf der Welt. Ein gutes Hackfleisch muss unbedingt gepfeffert werden. Und jetzt meine Lieblingssache. Hacken! Wir brauchen ein perfektes, rundes Kotelett. Ab auf die Pfanne damit. Von beiden Seiten braten, bis wir eine leckere Kruste bekommen. Yeah! Was ist das denn? Wie soll ich denn bloß einen perfekten Kreis machen? Oh, genau! Ich nehme mir einfach diesen Chipsdeckel hier. Das sind die perfekten Kreise.
damit mache ich die perfekten Koteletts. Die brate ich jetzt auf meiner Bratpfanne. Ketchup nicht vergessen. So von beiden Seiten. Herrlich. Darüber kommt jetzt ein Salatblatt, das Kotelett, Käse, Gemüse und fertig. Aber hier fehlt noch etwas. Ah ja, eine amerikanische Flagge. Jetzt bin ich fertig. Oh, das ist ein gutes Brötchen. Ich teile es in zwei Hälften auf. Darüber kommt Barbecue-Soße. Und jetzt ein bisschen Salat. Je mehr, desto besser. Hier kommt meine Bulette drüber. Und jetzt Tomaten und Zwiebeln. In Scheiben geschnitten. Mit dem bloßen Auge. Darüber kommt meine Lieblingssoße. Und das zweite Brötchen. Der beste Burger der Welt ist fertig. Ich hab den besten Burger. Was? Ihr seid schon fertig? Oh nein, ich muss sofort anfangen. Ich nehme mir einfach ein Brötchen, darüber kommt Ketchup und Mayo und Salat. Oh, Menno, die Bulette. Ah, Iron Man wird mir helfen. Ich brate das Fleisch direkt auf den Burger. Perfekt. Darüber kommt jetzt Käse. Ich liebe Käse. Ein Stück. Aber das ist irgendwie viel zu wenig. Ich nehme mir noch ein paar. Und noch ein paar Stücke. Und noch ein paar. Ich meine, je mehr Käse, desto besser schmeckt der Burger. Schaut doch nur, wie gut ich ziele und treffe. Und darüber kommt jetzt das Brötchen. Mein Cheeseburger ist fertig. Oh nein! Mandy! Okay, ich beruhige mich. Gleich kannst du was erleben. Ich will ja nichts sagen, aber diese Burger sehen komisch aus. Ich würde niemals sagen, dass die in Amerika gemacht worden sind. Wie wollt ihr mir das erklären? Ach, zumindest ist ein Burger okay. Probieren wir mal. Na, zumindest hat die Oma ihr Bestes gegeben. Gefällt mir gut. Oma, du hast gewonnen. Ich? Ich hab gewonnen! Oh, liebe Enkelin, vielen lieben Dank. Chefkoch, bitte beruhig dich. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.